Dora! Danke für eure Hilfe. Was macht ihr hier, Masako? Ich suche meine Familie. Meinen Mann habe ich bereits gefunden, doch meine Söhne noch nicht. Sie starben als Krieger, unser Land verteidigend. Habt ihr gesehen, wo sie fielen? Nein. Die Schlacht war ein Chaos. Ich behielt kaum meinen Onkel im Blick. Ich helfe euch suchen. Kommt. Ich muss noch diesen Teil des Strandes absuchen. Seht, dort drüben. Einer eurer Soldaten? Ja, aber allein. Ob er wohl desertiert ist? Als euer Gemahl fiel, zog euer Clan los, um seinen Fürsten zu rächen. Niemand floh. Schön zu hören, dass sie bis zum Ende loyal waren. Seht, ob ihr noch mehr unserer Banner findet. Masako, hier drüben. Ein Adachi-Banner. Er ist den Strand entlang geritten. Dann gehen wir weiter in diese Richtung. Kuchibana. Ich erkenne ihn nicht. Der Mann meiner Schwester kämpfte für Kikuchi. Euer Schwager ist vielleicht in der Nähe. Sollen wir ihn suchen? Im Moment will ich nur meine Söhne finden. Eins unserer Banner. Ein Pferd. Ich starb beinahe mit ihm. Was ist passiert? Mein Onkel rettete mich. Wir werden den Gefallen erwidern. Ihr habt es durchgestanden. Das zählt. Wer ist das? Das ist Masanori. Er war zu jung für die Schlacht. Aber sein Vater zu alt. Also ging er für ihn. Nicht nur ein tapferer Soldat. Auch ein guter Sohn. Ja. Aber wo sind die meinen? Ein Nagao-Krieger. Die Nagao-Schützen töteten viele Mongolen. Ihr Geschick war unerreicht. Wäre Sensei Ishikawa bloß bei ihnen gewesen. Das Banner eures Onkels. Als ich in der Schlacht diese Farben an einem Gefallenen sah, fürchtete ich, es sei mein Onkel. Nur Narren fürchten den Tod nicht. Durch die Felsen nach oben. Unsere Banner. Uchikage. Ein enger Freund meiner Söhne. Er wäre an ihrer Seite geblieben. Sie müssen ganz nah sein. Hier entlang. Sie lassen ihre Toten verwesen. Wie weggeworfenen Müll. Nein.
Yesatu! Yasunari! Wie Tiere aufgeknüpft. Holen wir sie runter. Sie sollten bei unserer Familie sein. Begraben neben ihren Frauen und Kindern. Der Weg nach Ariake ist nicht sicher. Können wir sie nicht irgendwo in der Nähe bestatten? An einem Ort, der ihr Opfer ehrt? Der Leuchtturm. Als Kinder haben sie da gespielt. Doch jetzt sind dort Mongolen. Erobern wir ihn zurück. Der Leuchtturm ist dort entlang. Sie stiegen so gern auf diesen Turm. Wenn sie abends nicht nach Hause kamen, fand ich sie immer dort, wo sie den Sternenhimmel bewunderten. Ihr wart eine gute Mutter. Das dachte ich auch immer. Aber meine Kinder sind tot. Und ich lebe. Das ist das Schlimmste von Sachen. So dachte ich, als meine Mutter starb, dass ich versagt habe. Aber ihr wart so jung. Und sie war krank. Es gab nichts, was ihr hätte tun können. Auch wenn das stimmt, ist es nur ein schwacher Trost. Ich weiß. Sind sie! Verdammte Mongolen! Stellt euch! Vorsicht! Da könnten mehr sein! Sie kommen den Hügel rauf! Da, im Gras! Hinter den Bäumen! Sie lassen nicht nach!
sehe keine mehr. Ich glaube, das war's. Es ist an der Zeit. Holen wir meine Söhne. Ich habe sie nie hier übernachten lassen. Selbst als sie älter waren. Ich rief sie immer nach Hause. Das hat mir nach Mutters Tod am meisten gefehlt. Ihre Stimme, die mich rief. Tröstet euch damit, dass sie nun Frieden hat. Wie sie alle. Einer der Mörder meiner Familie ist in Ariake noch auf freiem Fuß. Sucht mich dort auf, wenn ihr könnt. Doch vorerst möchte ich etwas Zeit mit meinen Söhnen verbringen. Ich verstehe. Passt auf euch auf, Masako.